An der türkischen Riviera hat die Urlaubssaison begonnen. Die Küstenstadt Side hat einiges zu bieten. Blaues Meer, lange Sandstrände, eine historische Altstadt und viele dumme Sprüche. Seid ihr aus Deutschland? Ja. Echte gute Qualität. Wie viel Kilo Schokolade habt ihr gegessen, dass ihr so süß geworden seid? Und die Zwillinge Sarah und Laura sind zum zweiten Mal in Side, haben diesmal aber einen Cluburlaub gebucht. Sie genießen die Sicherheit der Clubanlage, nicht ohne Grund. Es war teilweise schon so, dass man nicht aus dem Hotel gehen wollte. Also man ist angesprochen worden, ob das im Restaurant war oder in einem Shoppinggeschäft. Man ist ja eigentlich penetrant reingebeten worden. Die Zwillinge zeigen uns, was sie meinen. Für uns trauen sich Sarah und Laura aus der Clubanlage. Wir statten sie mit versteckten Kameras und Mikros aus. Und los geht's. Gemütlich flanieren die beiden am frühen Abend durch das sommerliche Side. Und siehe da. Seid ihr aus Deutschland? Ja. Sind Sie Geschwister? Ja. Ich hab das gemerkt. Das ist echte gute Qualität. Mit plumper Anmache versucht dieser Bootsverleiher, die Zwillinge zu einer Bootstour zu überreden. Vergeblich. Wenige Meter weiter, vor dem Restaurant, wirbt dieser Wirt auf etwas charmantere Art um neue Gäste. Seid ihr Geschwister? Echt? Die gleiche Augen. Genau die gleiche. Die Mädels wagen sich trotz der unangenehmen Anmache weiter. Und es scheint, je später der Abend, umso aufdringlicher die Anmache. Dieser Boutiquenbesitzer geht sogar direkt auf Tuchfühlung. Oh, euch habe ich doch schon mal gesehen. Seid ihr Zwillinge? Ihr seid echt süß. Warum seid ihr so süß? Wie viel Kilo Schokolade habt ihr gegessen, dass ihr so süß seid? Aha, dieser Abendbummel hat sich also für Sarah und Laura zu einem richtigen Spießrutenlaufen entwickelt. Von entspannter Urlaubsatmosphäre keine Spur. Und das, obwohl die Behörden seit einiger Zeit kräftig gegen die Anmache und Abzocke im Urlaub vorgehen. Überwachungskameras an allen Ecken der Stadt und touristischen Sehenswürdigkeiten. Im Ordnungsamt laufen alle Fäden zusammen. Hier sichtet das Sicherheitspersonal die Monitore, immer auf der Suche nach fliegenden Händlern, nach Verkäufern und nach Einheimischen, die die Touristen abzocken wollen. Hier laufen die Bilder von allen Kameras aus Side zusammen. Wir sehen sofort, was los ist. Wenn wir dann irgendwelche Vorfälle beobachten, melden wir diese direkt der Security. Die sind dann innerhalb von 2 Minuten an Ort und Stelle. Wir arbeiten gut zusammen. Jeden Tag sind rund um die Uhr 22 Sicherheitsleute auf den Straßen unterwegs. Und das ist doch gut so. Angeblich werden also alle Zwischenfälle sofort geklärt. Die Beschwerden wegen Belästigung sollen in den letzten 2 Jahren um 70% gesunken sein. Verantwortlich ist dafür dieser Mann, Sides Bürgermeister Abdülkadir Uçar. Mit harten Strafen und Bußgeldern hat er sich gegen die lästige Anmache durchgesetzt. Bis zu 3.000 Euro und 6 Tagen Geschäftsschließung erwarten die Gesetzesbrecher. Side ist ein wichtiges touristisches Zentrum. Wir hatten große Probleme. Das größte Problem war die Anmache der Touristen durch die Händler mit dem Ziel, Gäste und Kunden zu gewinnen. Das ging sogar so weit, dass Touristen zum Kauf von Waren gezwungen wurden. Hallo, bitte schön, kommen Sie rein, bitte kaufen Sie bei mir. Bis heute hat der strenge Bürgermeister in Side ca. 150 Kameras installieren lassen. Wir wollen wissen, ob das wirklich funktioniert und schicken unsere Mädels am nächsten Morgen noch einmal los. Und tatsächlich, tagsüber scheint alles in bester Ordnung zu sein. Keine Belästigung, keine Anmache, kein Werben. Das bestätigen auch die Reiseanbieter. Man überwacht das mit Kameras und man hat die Präsenz der türkischen Securities als auch der Polizei maßgeblich erhöht, um sowas zu vermeiden. Denn man möchte ja hier in der Türkei, dass die Touristen auch jederzeit gerne wiederkommen und sich nicht mit Sachen wie Abzocke beschäftigen müssen. Tagsüber ist die Belästigung also eingestellt. Aber wehe, wenn die Dämmerung kommt. Je dunkler der Abend, umso weniger scheint die Geschäftsleute das neue Gesetz zu interessieren. 22 Uhr, die Wirte werden aufdringlicher. Wie aus dem Nichts heftet sich ein Mann, der sich Charlie nennt, an die Fersen der Schwestern. Mal schön, mein Charlie Chaplin da oben. Ah, okay. Charlie! Ja, das bin ich. Ich kann einen schönen Tisch geben und da kann man schön aus dem Meer, Hafen, alles wie Kino. Schön. Und auch lecker essen, Fisch. Auch strafbar, das Niedermachen der Konkurrenz. Na und? Ich habe beste Küche in dieser Stadt, größte Küche.
und zwei Küchenchefe. Eine für Fisch, eine für Fleisch. Überall gibt es nur einen Mann, macht Fisch, Fleisch zusammen. Und Fleisch stinkt nach Fisch dann, weißt du. Sehr gut. Trotz Verbot auch hier Touristen-Nepp. Diese Karte ist billiger als bei den Nachbarn. Ach echt? Ja, natürlich 20%. 20%? Ja, und auch keine Bedienung, bezahlen Sie normalerweise da, bezahlen Sie auch 10% extra auf Service. Bei uns bezahlen Sie auch nicht. Egal was es ist, auch mit Salat, Pommes, Reis und Knoblauchbrot. Und alles hier in türkische Lira, wenn Sie in Euro bezahlen, ist direkt Hälfte. Okay. Verstehen Sie alles? Ja. Ja, super ja. Deutsch, ne? Verlockende Angebote sind immer mit Vorsicht zu genießen. Dagegen kann man sich durch klare Absprache im Voraus schützen. Und was bewahrt trotz Kameras vor plumper Anmache? Helfen würde von vornherein natürlich entsprechend Kleidung. Die dürfen natürlich absolut luftig sein. Das ist natürlich bei den Temperaturen auch absolut angemessen. Allerdings gilt natürlich umso freizügiger, desto größer ist natürlich die entsprechende Angriffsfläche. Und umso größer wäre natürlich dann auch die Belästigung. Unser Ergebnis? Bei Tageslicht keine Belästigung. Aber sobald es dunkel wird, immer noch die typischen Anmachsprüche. Es gibt also für Sides Bürgermeister noch genug zu tun.